So, liebe Vespa-Freunde, und ich möchte heute explizit Vespa-Freunde sagen, weil wir testen heute eine Vespa Elektrica. Es steht hier nicht unbedingt der alternative Antrieb zur Diskussion. Nein, im Mittelpunkt steht das Sommerleben mit einer Vespa. Konkret bin ich heute mit einer Vespa Elektrica L1E unterwegs, erkennbar an einem grünen Elektro-Tafel, und zwar einem Moped-Tafel. Also es ist die Moped-Version, die in der Geschwindigkeit auf 45 km/h reglementiert ist. Sie läuft aber nach Tacho 50 und keinen Strich mehr. Die zweite Variante wäre die Vespa Elektrica L3E, die zwar technisch gleich aufgebaut ist wie dieses Modell, allerdings mit einem 125er Tafel, das heißt mit einem Motorradtafel zu fahren ist und eine Endgeschwindigkeit von 53 km/h bringt. Vom Chassis her haben wir es mehr oder minder mit einer Primavera zu tun, also einem Small Frame Modell, wobei der Radstand im Vergleich zur Primavera etwas größer ist, um die Elektrotechnik und auch den Akku unterzubringen. Diese Vespa Elektrica wiegt 145 Kilo und wird von einem Elektromotor mit 200 Newtonmeter und 4 kW Spitzenleistung angetrieben. Die Reichweite dieses Modells liegt im Bereich von rund 100 Kilometern, wobei das Setting der Modi relevant ist. Es gibt ein Power-Setting, bietet die volle Leistung, besseren Abzug, mehr Drehmoment und letztlich auch mehr Spaß, reduziert natürlich die Reichweite wie bei jedem Elektrofahrzeug. Wer wirklich maximale Reichweite auskosten will, ohne nachzudenken bzw. ohne nachzutanken, wird den Eco-Modus wählen. Aber Achtung, wer den Eco-Modus wählt, maximiert zwar seine Reichweite, kastriert aber seine Höchstgeschwindigkeit. Also aufpassen. Designmäßig ist diese Vespa klar als 2019er Modell erkennbar, und zwar woran? An der heruntergezogenen Krawatte, wie auch bei den GTS-Modellen zum Beispiel. Hier farblich eingelegt mit einem wunderschönen Metallisé-Blau, das die Elektrizität darstellen soll. Hier auch dunkelblau, Metallisé-Blau eingebunden. LED Scheinwerfer obligatorisch, vorne und hinten Standard im Jahr 2019. Reden wir mal über das Fahren. Vespa-Fahren. Diese Vespa Elektrica unterscheidet sich von den kleinen Moped-Vespas und 125ern im Fahrgefühl nicht gravierend. Man hört zwar nichts, die Vespa bewegt sich mehr oder minder lautlos durch die Gegend. Es surrt ein wenig, aber das war es dann auch schon. Fahrverhalten konnte ich keine Unterschiede feststellen. Sie liegt straff, sportlich, wie jede Small Frame Vespa, ist sehr wendig, macht enormen Spaß im Kurvengeschlängel, in der Stadt, in den Gassen, sozusagen ein lautloser Gasselheizer. Und das Angenehme, ich gebe es zu, ja, man ist lautlos unterwegs, man beeinträchtigt seine Umgebung gar nicht. Man flitzt durch die Gegend, niemand hört einen, lautlos, futuristisch, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite suggerieren 200 Newtonmeter natürlich gigantischen Abzug, dem ist nicht wirklich so. Vespa hat insbesondere Wert darauf gelegt, dass der Elektromotor angenehm sanft und wie an einem Gummiband gezogen fahrbar ist. Das heißt, die Fahrbarkeit dieser Vespa ist hervorragend. Kommt allerdings auch die 125er Variante, die ich auch schon gefahren bin, von den Leistungsdaten an eine 300er nicht heran. Fahrbar ist die kleinere L1E Variante
mit einem normalen Autoführerschein oder gegebenenfalls mit einem Moped-Führerschein. Die größere Variante ist mit einem Code 111-Eintrag in den B-Schein fahrbar. So, Dala, die größte Angst des elektrischen Reiters ist der Stromverlust. Wir haben zwar den Strom noch nicht gesamt verloren, obwohl wir einiges gefahren sind, aber ich werde und muss nachtanken, nachladen. Und dazu brauchen wir eine Ladestation mit einem Schuko-Stecker, die wir hier gefunden haben. Das Prozedere schaut wie folgt aus. Aufmachen, Deckel abheben, Ladekabel mal rausziehen. Und jetzt kommt der Spezialtrick. Es muss die Vespa abgestellt sein, es muss der Zündschlüssel draußen sein, sonst ladet sie nämlich nicht. Und das werden wir jetzt auch machen. Zündschlüssel weg. Hier haben wir eine wunderschöne, eine neue, herrliche. So, mit einer Hand ist gar nicht so einfach. Ein Schuko-Stecker. So, drin ist er. Ein Bächlein helle fließt in unsere wunderschöne Vespa. Es hört sich an wie Benzin, ist aber Strom. Insgesamt würden wir 4 Stunden brauchen, um die Vespa plattel voll zu machen. Es gelingt also das Laden im öffentlichen Raum. Was man allerdings nicht machen kann bei dieser Vespa, ist den Akku herausnehmen und in seine Wohnung mitnehmen. Das heißt, man ist daran gebunden, extern einen Stecker zu finden. Sei es in der eigenen Garage, sei es im öffentlichen Raum. Ausgerüstet ist diese Vespa Elettrica mit einem DFD-Display neuester Bauart. Man kann nun, nachdem die Vespa betriebsbereit ist, den Modus auswählen. Power-Modus wird durch längeres Drücken auf den Map-Schalter aktiviert. Power-Setting, Fahrzeug ready for cruising. Allerdings könnte man auch den Retourgang einlegen. Interessant vielleicht bei stark abfallenden Parkplätzen, um wieder hinauszukommen. Oder in den schon besprochenen Eco-Modus, der die Reichweite maximiert, allerdings die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Weiter sehen wir hier im Display die Anzeige, die während der Fahrt entweder Stromverbrauch oder Rekuperation darstellt. Rekuperation bedeutet, dass die Vespa beim Bremsen, besser gesagt beim Nicht-Gas geben, Strom wieder zurück in den Akku ladet, um so die Reichweite weiter zu erhöhen. Über den Mode-Button können diverse Computermodi eingestellt werden. Diverse Trip, Maximalgeschwindigkeit sieht man hier. Ich habe 50 km/h erreicht, worüber ich natürlich sehr froh bin. Brake, das ist die Rekuperation des Fahrzeuges. Konfiguration, Bremsvorgang. Hier im Bremsvorgang ist die Rekuperation einstellbar in 2 Stufen, also stärkere Verzögerung oder weniger starke Verzögerung. Ich lasse jetzt mal im Einser, damit ich auch ein wenig zu Ampeln hinrollen kann. Wer kauft sich jetzt so ein Fahrzeug? Also zuerst einmal Leute, die eine Vespa haben wollen. Das habe ich gleich am Anfang gesagt. Vespa ist Vespa, Vespa bleibt Vespa, sowohl vom Fahrgefühl als auch vom Style, vom Auftritt, vom Spaß. Eine Vespa bleibt einfach eine Vespa, egal welchen Antrieb sie hat. Man muss Vespa gratulieren, dass dieses Fahrzeug auf den Markt gekommen ist, gekauft werden kann. Für mich ist diese Vespa trotzdem vielleicht ein erstes Versprechen dessen, was wir in der Zukunft erwarten können. Um heute schon CO2-frei
mit einer Vespa unterwegs zu sein, ist doch ein erheblicher Kapitaleinsatz notwendig. Das muss man einfach sagen. Billig ist eine solche Vespa nicht. Die kleine kostet rund 6,5 und die große einen Tausender mehr. Diese Vespa Elettrica ist also als ein Avantgarde-Projekt von Vespa zu verstehen. Ein Produkt für Personen, die heute schon die Technik von morgen fahren wollen, die ein Vorbild sein wollen, das muss man auch ganz klar sagen, in Bezug auf Emissionsfreiheit im Straßenverkehr, nicht nur in Bezug auf Feinstaub, andere Abgase, insbesondere auch Lärmbelastung, weil diese Vespa gar keine Lärmbelastung darstellt. Man fällt mit dieser Vespa auf jeden Fall positiv auf. Ja. Es gibt einen zweiten positiven Moment. Zuerst, er fährt eine Vespa und B, diese Vespa gibt keinen Ton von sich. Ja. Und dann dämmert es den Personen irgendwie, dass das eine neue Generation ist, eine Vespa für die Städte der Zukunft, würde ich mal sagen. Zero Emissions Maximum Fun. Wenn ich die E-Mail-Adresse der Entwicklungsabteilung von Vespa hätte, würde ich ja ein paar Wünsche nach Italien hinunterschicken. Elektromobilität bedeutet für mich maximale Beschleunigung. Etwas, was wir von Tesla gelernt haben. Beschleunigungsspaß. Ich glaube, da könnte man noch was machen. Und ein bisschen mehr Topspeed bitte. Ja. Für wen ist also die Elektriker gemacht? Erstens einmal natürlich Avantgardisten, die Vespa fahren wollen. Punkt Nummer eins. Ja. Punkt Nummer zwei, Personen, die Vespa an einer normalen Schuko-Steckdose anstecken können. Ideal ist natürlich eine Schuko-Steckdose in Reichweite in der Garage, in der Tiefgarage oder vielleicht auch im Büro, wo man diese Vespa dann ein paar Mal die Woche lädt und für normale Commuter-Tätigkeiten also eine mehr als ausreichende Reichweite hat und nach dem Büro dann vielleicht noch auf einen Aperol fährt, einen eleganten Auftritt mit dieser wunderschönen Vespa hat, lautlos ein Mensch aus der Zukunft.